Wir haben jetzt eine ähnliche Struktur des Marktes wie beim Corona-Crash. Damals ja die Auffassung, okay, was geht uns dieses Virus an, nachdem China schon im Lockdown war, weil man sich sagte, Viruserkrankungen, die machen doch bestimmt an der Grenze halt. Als dann Italien die ersten Fälle meldeten, ging es scharf nach unten. Aber wir sahen dann immer wieder massive Rallyes von mehr als 4%. Ein halbes Dutzend dieser Rallyes gab es während dieses Corona-Crash und dennoch sind wir 30% gefallen. Und jetzt behaupten manche, da ist doch wieder alles gut, nachdem wir am Montag diesen Abverkauf gesehen haben, nach vorheriger Schwäche bereits am Freitag davor. Aber das ist in etwa so wie zu sagen, ja, Viruserkrankungen machen an der Grenze halt. Denn was wir jetzt gesehen haben, ist im Prinzip das Scheitern des Carry Trades, eines jahrzehntelang aufgebauten Systems, das jetzt implodieren wird oder das im Mindesten noch deutliche Enthebelungen vor sich hat. Und wer meint, dass das an einem einzigen Handelstag abgefrühstückt wird, der scheint mir die Dinge wohl in der Dynamik nicht zu verstehen. JP Morgan versucht zu beruhigen, ja, 75% des Yen Carry Trades seien bereits rückabgewickelt. Davon glaube ich kein Wort. Und es geht vor allem nicht nur um den Yen Carry Trade, sondern um die Hebelung durch Carry Trades insgesamt. Und jetzt Auftritt von Donald Trump, der gesagt hat, also man sollte als US-Präsident, ich sollte als US-Präsident mehr Einfluss auf die Fed haben, denn ich habe einen besseren Instinkt als der Fed-Chef. Das erstens. Und zweitens sagte er, wir haben jetzt etwas so ähnliches wie den 1929er Crash und so ganz, ganz falsch liegt er damit nicht, denn wir haben eine Enthebelung, die aus meiner Sicht noch lange nicht vorbei ist, die eben ein richtiges Problem sein wird noch und deswegen glaube ich, dass wir eben jetzt nicht so weiterlaufen und alles wieder ganz schick ist. Und das, obwohl wir natürlich gestern den stärksten Handelstag seit November 2022 gesehen haben. Am Montag hatten wir den heftigsten Einbruch seit September 2022. Also wir sehen, wir haben da Extreme. Das ist nicht typisch für einen Bullenmarkt, diese großen Ausschläge. Wir sehen eine nie wieder über 6%. Alles grün, alles ganz, ganz toll. Das zeigt, dass jetzt wieder alles wunderbar und schick ist. Wir sehen den besten Handelstag seit Anfang Februar für die großen Tech-Aktien. 95 der 100, Nasdaq 100 Werte waren positiv. Bester Breath seit Jahresbeginn. Aber gucken Sie unten mal, das ist der XLK, also das ETF, das Tech-ETF innerhalb des S&P 500. Da sind wir weiter ganz klar unter den gleitenden Durchschnitten. Wir haben hier etwa den 12er Durchschnitt und den 55. Gleitenden Durchschnitt, beide fallend, trotz dieser Rallye. Das sollte vielleicht der Euphorie ein bisschen Dämpfung verleihen, aber hier sehen wir, der VIX ist unter 24 gefallen. Glaube ich, 14% gefallen gestern, wieder zweistellig. Entweder hast du 60% plus oder du hast zweistellige Verluste. Das impliziert, dass wir praktisch Handelstage durchschnittlich von einem Gewinn oder Verlust von 1,5% sehen. Und wir sehen diese Ausschläge, die werden größer. Größere Ausschläge sind nicht typisch für Bullenmärkte. Typisch für Bullenmärkte sind geringe Ausschläge, sind ganz langsame Anstiege ohne irgendwelche Nervosität zwischendrin. Auch wenn wir gestern gesehen haben, dass 6 der 11 Sektoren im S&P 500 mindestens 2% gestiegen sind. Das ist der größte Zugewinn oder das ist das erste zweimal seit Anfang 2023 passiert. Und wie war denn so das Volumen? Hat jemand auf YouTube kommentiert, oh, gigantisches Volumen, echt? Wenn man sich das mal anschaut, dann sehen wir bei dem SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, 63 Millionen Kontrakte. Am Montag waren wir bei 146. Also wir hatten gestern weniger als die Hälfte des Volumens dessen, was wir am Montag hatten. Bisher der geringste Umsatz in dieser Woche. Also das war jetzt nicht gerade eine durch großes Volumen getragene Rallye, davon abgesehen. Wir haben aber zuerst ja gesehen, dass die Tech-Werte unter Druck kommen. Die KI-Story ist angekratzt. Dann haben wir den Carry-Trade-Implosion gesehen und am Montag dann Everything-Implosion. Montag runter, Dienstag rauf, Mittwoch runter, gestern rauf und heute, das wird die große Frage sein,
Hier sehen wir das Ganze nochmal bildlich. Wir sehen, dass wir hier an einer wichtigen Widerstandslinie jetzt so langsam sind beim S&P 500 und all das ausgelöst durch US-Erstanträge, die in der Headline etwas geringer waren, dagegen die Folgeanträge auf dem höchsten Stand des Jahres oder seit 2021 sogar, also die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, gleichzeitig der Vier-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf dem höchsten Stand des Jahres. Und dennoch zeigt man eine solche Rallye. Unten sehen wir die fortgesetzten Anträge in dieser Grafik und eben den Vier-Wochen-Durchschnitt. Und dann ging es massiv nach oben mit dieser Zahl. Hier sehen wir rechts, wie das dann weitergegangen ist. Gab kein Zurück mehr, aber dann der S&P 500 wieder mal am 100er Tagesdurchschnitt abgeprallt zunächst mal. Und oben sehen wir den Bloomberg Labor Market Surprise Index, also wie stark Arbeitsmarktdaten nach oben oder unten überraschen. Und wir sehen diese massive Erholung bei diesem Bloomberg Labor Market Surprise Index, also geradezu ein Viagra-Chart nach oben, gell? Nein, ist natürlich alles Bullshit. Das ist ein hergeholter Grund, der wahrscheinlich dann aufgrund von hoher Short-Positionierung diese Bewegung ausgelöst hat. Dazu gleich mehr. Gleichzeitig sinken jetzt aber wieder die Zinssenkungserwartungen nach den schwachen Daten, Donnerstag ISM, Gewerbe, Freitag hier die Arbeitsmarktdaten, sind diese Zinssenkungserwartungen wieder deutlich zurückgekommen und auch die Rufe nach einer Notfallzinssenkung sind natürlich durch eine solche Rallye jetzt ein bisschen leiser geworden, noch am 6. August, am 8. August, wann war es? Ja, 8. August, da war es so, dass hier wieder und wieder noch Rufe laut wurden, aber mit dieser gestrigen Rallye ist das Ganze verstummt und auch Jeremy Siegel, der das lautstark gefordert hatte, hat jetzt gesagt, doch nicht, und die Fed wiederum hat sich jetzt auch geäußert. Barkin, Richmond Fed, der hat sich gar nicht über die Marktsituation geäußert, sondern gesagt, naja, wir haben Zeit, um uns das Ganze anzuschauen, wie jetzt die Wirtschaft so läuft, also nichts von wegen Notfallzinssenkung. Es dürfte übrigens jetzt so sein, nächste Woche kommen ja am Mittwoch, nächsten Mittwoch die US-Inflationsdaten, die neuen. Die dürften vor allem in der Kernrate ein bisschen höher sein. Man erwartet, dass die von 2,6 auf 2,7 bis 2,8% steigt. Also, dass die Märkte preisen ja sehr, sehr schnelle Zinssenkungen trotz dieser zurückgegangenen Zinssenkungserwartung ein. Man rechnet bis Januar mit gut einem Prozent an Zinssenkungen. Das war schon etwas mehr, ist jetzt wieder etwas weniger. Aber dennoch geht man davon aus, dass die Fed sehr, sehr deutlich die Zinsen senken wird. Diese Inflationsdaten könnten ein Hinweis darauf sein, dass das vielleicht ein bisschen überzogen sein kann, weiß man nicht. Aber eins ist klar, je nachdem, was mit den Märkten passiert, wird die Fed reagieren, wenn das Ganze jetzt irgendwie sich beruhigt. Warum sollte dann die Fed so oft die Zinsen senken? Macht nicht so wirklich Sinn. Eins scheint aber hier klar, wie ein Artikel von James Galbraith zeigt. Der sagt, die hohen Zinsen finally bite, also die sind jetzt durchs System geschlagen. Diese Enthebelung, die passiert ist, dieses Carry-Trade-Unfall ist letztendlich auch eine Folge dieser gestiegenen Zinsen, so die These, und wird für die Demokraten ein Riesenproblem. Das würde dann wiederum dem guten Seth Donald in die Karten spielen, der sagt, ja, also Präsidenten sollten das Recht haben, die Fed-Politik zu beeinflussen, denn er selber zum Beispiel habe viel Geld verdient, er wisse, wie Business funktioniere und habe deswegen vielleicht einen besseren Instinkt als der Jerome Powell, mit dem er ganz gut hingekommen sei. Wir erinnern uns noch, was da passiert ist. Lawrence Summers, der kein Trump-Freund ist, sicherlich sagt, ja, das ist die beste Methode, wenn eben die Unabhängigkeit der Fed hier in Frage gestellt ist, dass man eine Stagflation riskiert, also eine Wirtschaft, die nicht mehr wächst bei gleichzeitig sehr hoher Inflation. Und hier nochmal die Aussage von Donald Trump, we are close to 1929 Crash. Am Montag hat er ja das Ganze als Kamala Crash bezeichnet, als wäre die Schuld daran. Also dieser Frau kann man vieles zuschreiben oder nicht zuschreiben, aber das ist nicht die Ursache für den Crash gewesen, Herr Trump. Das zeigt so ein bisschen diese narzisstische Sicht. Naja, also weil jetzt die Wahlchancen von Harris größer sind, dann muss es diesen Crash gegeben haben. Dieser Crash ist Enthebelung an ganz anderen Fronten. Aber natürlich hat
Trump schon auch manchmal Punkte, wenn es um den Instinkt geht. Ich glaube, das ist ja seine große Stärke, diese Bauernschleue, dieser Instinkt, wie nach dem Attentat dann diese Geste zu machen, die dieses ikonische Foto da hervorgebracht hat. Jedenfalls sagt er oder sagt Joseph Wang, dass Trump recht hatte in 2018, als die Fed zu stark die Zinsen angehoben hatte. Da gab es ja dann Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, noch einen ziemlich saftigen Crash, ziemlich heftigen Abverkauf. Ähnlich wie jetzt wir es gesehen haben, seit Tagen gesehen haben. Wie gesagt, das begann ja nicht nur diese Woche, da war ja die Schwäche schon drin. Ende oder in der letzten Woche, vor allem mit den ISM-Daten am Donnerstag, vor allem mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Hier Bonnie Gortler, eine Technikerin, eine Chart-Technikerin, die sagt, also wir haben kein Kaufsignal beim MACD. Wir sehen Money Flow turned up, aber Downtrend remains. Also der Abwärtstrend bleibt. More Volatility ahead. Das ist das, was praktisch garantiert ist. Volatilität. Also große Schwankungsbreite. Und dass es gestern so stark nach oben ging, hing auch vor allem damit zusammen, dass viele sich abgesichert hatten, nachdem schon viel Porzellan zerschlagen war, Puts gekauft haben, also Absicherungen gekauft haben vor allem. Die sind dann gestern überflüssig geworden oder Leute mussten eindecken, die auf Short spekuliert hatten. Das übergeordnete Problem ist aber, dass nach wie vor die Bewertungen zu hoch ist, dass nach wie vor die Erwartungen zu hoch sind, dass all das sozusagen jetzt in Frage gestellt ist durch diese Enthebelungsprozesse. Wir wissen nicht, ob irgendwo eine Leiche im Keller ist, ein Unternehmen, ein Finanzplayer, der vielleicht über den Jordan gegangen ist. Und vielleicht wird man diese Yen Carry Trade Explosion als den Lehman Event bezeichnen im Rückblick, wie ein Twitter-Kommentar das nahelegt, aber es geht eben nicht nur um den Yen-Carry-Trade, es geht um eben alle Carry-Trades, wie Samantha Leduc hier bemerkt. Also das ist zumindest das Potenzial. Es ist nicht garantiert, dass es so passiert. Aber es ist die Gefahr, die hier lauert, auf die ich Sie aufmerksam machen will. Und hier sehen wir mal den Chart des S&P 500 runter, dieser Abverkauf, dann diese Erholung, Bärenflagge, Booms, runter. Jetzt der Versuch wieder in diesen Aufwärtstrendkanal reinzukommen nach dem Abverkauf. Das alles ist noch nicht fürchterlich bullisch im übergeordneten Bild aus meiner Sicht, auch wenn wir eben gestern diese impulsive Rallye hatten, aber solche Leute wie Cathie Wood, meine zweitbeste Freundin, die kauft weiter, aber die Investoren ziehen immer mehr Geld hier raus und die gute Cathie fordert deswegen auch Zinssenkungen schon seit Jahren und geht davon aus, dass ihre ganz tollen Aktien, die sie gekauft hat, also das, was am meisten Blase ist, dass das dann ganz toll performen wird, wenn die Fed die Zinsen gesenkt haben wird. Das haben auch die Chinesen bereits gemacht. Wir haben jetzt neue Inflationsdaten. Die CPI, also Verbraucherpreise, sind Ticken höher als erwartet. Die Erzeugerpreise aber fallen weiter, wenngleich zum Vorjahr nicht ganz so stark wie erwartet. Aber die Core CPI, die ist von 0,6 auf 0,4% gefallen, also die Kernrate der Inflation. Das ist für die Chinesen ein Problem. Die haben faktisch eine Deflation. Die haben extrem niedrige Anleiherenditen, so niedrig wie noch nie in der Geschichte. Eine Art Depression, könnte man schon sagen. Jetzt versucht man, den Konsum anzukurbeln, um das Ganze irgendwie zu retten, wird schwer seit dem Platzen der Immobilienblase in China. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Carry Trade, die Yen-Shorts bleiben unter Druck. Kein Ende der Turbulenzen, sagt hier ein Analysehaus und prognostiziert, dass Dollar-Yen auf 100 fallen wird. Das wäre nochmal über 40%. Das wäre totales Chaos, auf Deutsch gesagt. Also das mal eine interessante Perspektive. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, auch die können Sie gerne über diese Social Media Button weiterempfehlen. DAX-Erholung, Aktienmärkte treiben den DAX, aber wie lange? Das ist ja jetzt die Frage. Also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.